Immobiliar wünscht gute Unterhaltung bei Jacobo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Viktor Jacobo und Mike Müller. Guten Abend, vielen Dank. Vielen Dank, merci vielmal. Der Mike Müller ist nicht da. Offenbar haben wir bereits wieder eine technische Panne. Es tut mir leid. Mike, komm. Hast du gesehen, dass ich anfange? Und aus Willisau, Luzern, und sie ist pünktlich gekommen, Fräulein der Capo. Also, wir haben weiterhin das Top-Thema der Woche ist natürlich immer noch Libyen, der Bürgerkrieg in Libyen und natürlich die Auswirkungen, die der Krieg hat auf die Schweiz. Und die Schweiz mischt da jetzt mit im Kampf gegen den Gaddafi. Also Micheline Galmiret hat gesagt, der Gaddafi-Clan werde jetzt verklagt und das wird ihm vermutlich das Genick brechen. Ja. Mit dem haben sie nicht gerechnet. Frau Galmiret ist natürlich ein bisschen hässig, weil jetzt rausgekommen ist, dass sie 1,5 Millionen an Hannibal Gaddafi gezahlt hat. Allerdings nicht als Lösegeld. Sie hat am Hannibal das Geld gegeben für humanitäre Zwecke. Ja. Das ist ein bisschen, wie wenn man am Carly Hirschmann würde Paris Hilton ins Nest legen und sagen, du hast aber nur ein Bläuderl mit dir, gell? Also, es sind ja für andere Leute auch ein bisschen mutig geworden, jetzt wo alle gegen den Gaddafi sind. Oder Tribune de Genève, die ja seinerzeit das inkriminierte Foto von Hannibal Gaddafi veröffentlicht hat und die Krise ausgelöst hat, ist jetzt auch mutig geworden und hat nach dem berühmten Regenschirm-Speech vom alten Gaddafi jetzt angeblich das Foto vom jungen Gaddafi, vom Hannibal Gaddafi gezeigt. Ist natürlich eine plumpe Fälschung, nicht? Wenn ich jedes Mal 1,5 Millionen bekommen, wenn man von mir ein unvorteilhaftes Foto zeigt, dann wäre ich also... Mike, soll ich es zeigen, schnell? Okay, kein Problem. Also, das letzte Mal, in der letzten Sendung, Sie mögen sich vielleicht erinnern, haben wir ja gesagt, alle sind jetzt plötzlich gegen den Gaddafi. Und dann haben wir gefunden, wir warten vielleicht noch ab, was der Roger Köppel in der Weltwoche schreibt darüber, oder? Und prompt, wenn Sie Anne Will geschaut haben in der letzten Woche auf der ARD, dann hat man den Roger Köppel gesehen, der das gesagt hat. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es viel zu schnell geht und oft sehr fragwürdig ist, dass man diesen Personen, ich habe vor allem von Mubarak, von Ben Ali gesprochen, aber man kann Gaddafi auch nehmen, wenn man diesen Leuten sofort das Geld sperrt. Also ich finde, der Roger Köppel hat recht. Der Mubarak hat die 4 Milliarden Privatvermögen, die hat er mit Überstunden hat er die verdient. Vielleicht tue ich denen auch der Ben Ali, der hat vielleicht gesagt, der hat vielleicht gespart, oder? Denkt ja, mal ein Schocki weniger, mal auf den Dessert verzichten und plötzlich hat er 30 Milliarden gehabt. Ja, klar. Also, der Gaddafi hat jetzt natürlich auch das Glück, oder? Er hat jetzt eigentlich als einer, der ihn unterstützt, hat er neben dem Roger Köppel eigentlich nur noch den... Hugo Chavez. Genau. Der Hugo Chavez, nicht? Der Roger Köppel ist eigentlich der Hugo Chavez vom Schweizer Journalismus. Es ist jetzt einfach, viele Schweizer fragen sich natürlich, darf man noch bei Tamoil tanken? Oder? Ja. Ist das Öl okay? Wo man ist es korrektes Öl oder ist es Diktatorenöl? Ja. Wobei, auch wenn du bei den anderen gehst, tanken, weißt du nicht, ist das Öl aus Saudi-Arabien oder aus dem Iran? Also, am liebsten habe ich ja norwegisches, das ist lieb. Die tun in Walfisch töten, das ist auch nicht in Ordnung. Stimmt. Also, mit Lebertran kannst du auch nicht fahren. Wo bekommst du super Öl? Ja, genau. Wo kommst du super Öl? Also Freilandöl zum Beispiel, Max Havelaar-Öl, müsste es im Grunde noch geben. Oder wenigstens kalt gepresstes Erdöl-Oliven.
Kirche. Es gibt's einfach. Das nicht. Okay, gut. Aber jedenfalls, man hat jetzt immer Angst gehabt von dieser riesen Flüchtlingswelle, die kommen sollte. Es gibt auch Wirtschaftsflüchtlinge, die hochproblematisch sind. Die Zugvögel, die jetzt hier in Nordafrika überwintert haben, die kommen ja jetzt alle zu uns, schleusen sich bei uns die Grenzen voll, dann ziehen sie ihre Brut auf, saugen unsere ornithologischen Sozialwerke aus und dann hauen sie wieder ab dort runter, oder? Ja, Wirtschaftsflüchtlinge, das allerletzte. Okay, Mike, es sind, glaube ich, andere Flüchtlinge gemeint. Also ich bin sowieso auch dafür, dass man nicht alle Flüchtlinge abweist. Es gibt zum Beispiel Flüchtlinge, die da willkommen wären. Zum Beispiel die schwarzafrikanischen Söldner von Gaddafi. 30 von denen würden unsere Armee ersetzen. Ja, und wären noch günstiger. Und würdest du nicht mehr finden, oder? Ja, klar. Also gut, ich meine, die Taktik hat ja Erfolg gehabt von den Leuten, die jetzt immer gesagt haben, dass wir die Schweiz ja nicht attraktiv machen, dass mit ja kein Flüchtling zu uns kommen, oder? Die Taktik ist im Grunde noch aufgegangen. Die Schweiz ist in dieser Zeit sowas von international unattraktiv, nicht? Ich meine, die Skinationalmannschaft in Garmisch, der Roger Köppel in Deutschland, CS Banker in den USA, Nadine Vincenz in Hollywood, nicht? Das haltet all die Flüchtlinge ab, zu uns zu kommen. Ja, die Europäische Union, muss man sagen, hat grosses Verständnis für die Flüchtlinge in Nordafrika. Der EU-Ministerrat hat jetzt einen Aktionsplan ausgearbeitet. Sie hat gesagt, die libyschen Flüchtlinge sollen auf Tunesien und die tunesischen Flüchtlinge auf Libyen. Ist clever. Also, es ist natürlich so, dass wir nicht einfach immer Grenzen zumachen und nichts ihr lönt über unsere Grenzen. Nicht? Wir haben ja eine humanitäre Tradition, das wissen Sie. Oder? Wir sind verpflichtet an der Politik der guten Dienste. Und darum hat der Ständerat etwas sehr Gutes beschlossen. Mhm. Es gibt nämlich kein Importverbot für tierquälerische Pelz. Also Pelz aus tierquälerischer Haltung sind bei uns willkommen. Das ist doch schon mal eine positive Meldung. Nicht? Man muss einfach schauen, wenn die Pelz importiert werden, dass nicht nur ein totes Tier dran hängt. Ja. Das wäre dann eher Gammelfleisch. Wobei, wenn es dann so eine alte, reiche Millionärin trägt, ist dann wieder Gammelfleisch drin. Ja, aber das ist ja dann etwas anderes. Der Ständerat hat gesagt, es sei sehr schwierig für Zöllner zu erkennen, ob das jetzt verbotene Pelze sind oder nicht. Die Zöllner müssen ja alles Mögliche kommen. Es kommt noch so weit, dass unsere Zöllner Zeug kontrollieren müssen. Ja, wirklich. Zum weißes Pulver, ist das jetzt Heroin oder Puder zum Schminken? So Zeug müssen die alles entscheiden. Die Medikamente, die da reinkommen, die können doch nicht alles ausprobieren, die Kollegen. Und dann hat der Ständerat gesagt, der Markt würde das schon entscheiden. Oder also Konsumenten sollen halt nicht mehr so Zeug kaufen. Das ist wie bei der Kinderpornografie, oder? Das muss man auch nicht regeln. Das soll der Markt entscheiden. Die Konsumenten sollen selber einsehen, dass das nicht in Ordnung ist. Ja, weil der Markt ja alles regelt. Ja, das wissen wir ja nicht. Also gut, man könnte natürlich auch innovative Lösungen finden. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, die gequälten Tiere werden lebendig importiert und man gibt sie ins Wallis, um sie dort verschiessen. Ja. Oder? Also das wäre zum Beispiel... Oder man macht etwas, man tut die Pelze, sie können einkommen, aber wie bei der Zigarettenwerbung hat es einen Warnhinweis auf diesen Pelz. Nicht wahr? Gut, man darf also... Fälle von gehüteten Tieren, die belogen worden sind, die darf man einführen. Der Ständerat hat aber auch gesagt, aus Fairnessgründen dürfen wir jetzt auch gehütete Pelzzüchter einführen. Nicht? Ja. Aber da ist auch, der Markt ist klein. Oder? Das wird der Konsument selber entscheiden. Und wer will das kaufen? Ja, oder? Das ist klar. Ja. Nein, du, Pelztierzüchter ist wahrscheinlich auch ein aussterbender Beruf. Nicht? Weil es jetzt heute viele gibt, der Diktator ist auch ein aussterbender Beruf. Zahlreiche Berufe sterben aus. Die Arbeitswelt ist in Bewegung. Berufe wie der Tankwart, der Schuhputzer, die Glatzenpoliererin oder der Autoausläufer sind aus unserem Alltag verbannt. Sogar Doktoren verschwinden. Und nun geht es auch den Diktatoren an den Kragen. Die einen werden im Zuge der Automation durch ein Diktaphon ersetzt. Andere werden von ihrem Arbeitsplatz weggejagt. Ein Akt von Mobbing, der uns zu denken geben müsste. Diktatoren vereinsamen. Nur noch wenige Fachleute wie Mahmoud Ahmadinejad, Kim Jong-il oder Christian Constantin halten diesen Berufszweig überhaupt noch am Leben. Lehrstellen sind praktisch inexistent. Bekannt ist einzig der talentierte Kim Jong-un, der im Betrieb seines Vaters eine Diktatorenstifti absolviert. Es war ein abwechslungsreicher Beruf, der oft über Generationen weitervererbt wurde.
Wichtig war ein gepflegtes Äußeres. Etwa ein schöner Hut, ein modisches Schnäuzchen und hübsche Socken. Dazu gab es einen Dienstwagen und das Gehalt eines Chemikers. Damit ist es bald vorbei. Zurück bleiben frustrierte junge Menschen, die stattdessen Softwareprogrammierer werden müssen. So, und Irene, das finde ich ja super, dass du da bei uns bist. Es ist doch Fasnacht in Luzern. Es ist Fasnacht und ich wollte eigentlich mit meiner Guggenmusik kommen. Ich wollte die ganzen Abfrugger mitnehmen, aber die sind ja eben an der Fasnacht. Jetzt muss ich halt die ganze Guggenmusik allein machen. Ist ein Rechtsstreit zu Ende gegangen, nämlich Denner hat Nespresso vor Gericht besiegt. Das heisst, Denner darf jetzt seine billigen Kapseln auch in den teuren Nespresso-Geräten brauchen und verkaufen dafür. Mich wundert einfach, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den beiden Marken? Also Denner-Kaffee, Nespresso-Kaffee. Ich würde das gerne mal direkt vergleichen mit... Zwei Gläser, dann nehmen wir hier verschiedene Kapseln. Und jetzt, brauchst du eine Maschine? Das ist, ich brauche nicht eine Maschine. Das ist ein Espresso, da, das billige hier da ist Denner. Und dann schauen wir mal, wie sich da das Kamerli macht. Ja, okay. Bist du sicher, dass das so funktioniert? Ja, das musst du nicht lange ziehen, das kommt sofort. Also. Und? Ich finde es grauenhaft. Sockenwasser. Zeig mal deine. Also heiß ist er, aber... Also, da ist ja Kassensturz im Dreck dagegen, was wir da machen. Komm, wir machen einen richtigen Kaffee. Komm, das ist doch total... Machst du einen Kaffee? Ja, mach einen richtigen Kaffee. Ja, super. Kaffee. Also, mit dem... Weißt du... Nespresso ist ja ein bisschen selber schuld. Oder? Nespresso hat ja jahrelang immer gefragt, what else? Jetzt haben sie die Antwort. Denner. Ja. Stimmt.
Bern. Du, wenn nur niemals das Referendum gegen die Kapselfreizügigkeit eingreift. Ja, hoffen wir es. Ja. Also. Du, jetzt ist ja noch der Autosalon in Genf. Das ist immer wieder etwas Erstaunliches, wenn dort Promis hingehen und für Autos Werbung machen. Also das erstaunt mich immer wieder von Neuem. Also, wobei man muss sagen, so ein Autosalon ist auch etwas wahnsinnig Interessantes. Oder? Also jetzt, zum Beispiel in diesem Jahr hat mich vor allem die neue C-Klasse interessiert. Mercedes, ne? Nein, nicht Mercedes, C-Promis. Ja. Die machen ja die Werbung für, ja, die Autos, oder? Und denen werden ja auch immer so interessante Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was war ihr erstes Auto gewesen, oder haben sie schon mal Sex im Auto? Das ist eigentlich jedes Jahr immer wieder die gleiche Frage. Das wäre, wie wenn man an der Oma einen Bauer würde fragen, wann haben sie das erste Mal Sex mit einer Kuh gehabt? Ja. Also, sind doch dumme Fragen. Oder wieder eine Brotwurst, oder? Das ist natürlich, das ist klar. Also eröffnet worden ist der Automobilsalon ja, von der Micheline Galmire und von der Miss Schweiz, Kerstin Kuck. Kerstin Kuck hat Frau Galmire gefragt, für welche Marke seid ihr jetzt hier Hostess? Hat sie eine Antwort bekommen? Nein. Galmire ist also, sehr beliebt in Genf. Ja, natürlich. Immer wenn sie in Genf ist, hoffen alle, sie hat gerade 1,5 Millionen dabei, um sie für einen guten Zweck irgendjemandem zu geben. Es ist ein super Event, der Autosalon. Oder? Also, wenn sie zum Beispiel gehen, es gibt ein paar Sachen, die man beachten muss. Also, wenn sie die Lisassia sehen, dass um ein Auto sich räkeln, dürfen sie nicht beachten. Sie ist nicht für das angestellt. Sie geht das einfach freiwillig hingemacht. Alles ein bisschen aber es ist ein bisschen komisch, dass alle Promis werden als Markenbotschafter dort runter eingeladen, nur wir nicht. Oder? Ich finde das nicht so komisch. Ich bin seit Jahren eigentlich Markenbotschafter. Für was? Ja. Für den Computer, den Commodore C64. Ja. Es wundert mich nur, ich habe lange nichts mehr von denen gehört. Ich war lange Cholesterinbotschafter. Ah, ja. Aber das entspricht einfach nicht meinem Weltbild und ja, meinem Menschenbild. Natürlich, ja, natürlich, klar. Es ist philosophisch, kommt es dir auch nicht entgegen. Nein, da sind wir gerade bei einer richtigen Stelle. Ich habe ins Bewusstsein bekommen, was der Fußball bedeutet, als ich angefangen habe, den Fußball zu entwickeln. Es war 1975. Hey! Ha? Haben Sie gewusst, dass es den Fußball erst seit 1975 gibt? Wo er es entwickelt hat? Was haben wir auch vorher gemacht, Mike? Als Kind haben wir nie geshootet. Wir haben immer Stabhochsprung gemacht. Ja. Und ich bin Stelzen laufen. Ja, ja. Weil ich gar noch nicht gewusst, dass es hier überhaupt einen Ball gegeben hat. Nein. Der hat auch er erfunden. Das nicht? Ist ganz ja, schlau. Das dreidimensionale Rad hat er erfunden. Ja. Für das hat er jetzt in der letzten Woche 50 Millionen Boni bekommen. Nein. Das Top-Kader von der FIFA. Okay. Hat 50, nicht das er allein. Das hat er geteilt. Ja. Er 49,5 und der Rest hat er verteilt. Das weiß ich nicht. Aber FIFA ist ein gemeinnütziger Verein. Wenn die Überschuss machen, die armen Sicher müssen doch alle unter sich verteilen. Ja. Das ist doch auch ein scheiß Dreck. Also. Nicht einmal ein richtiges Vereinskessel wahrscheinlich. Genau. Oh, hey, yeah. Also, wir kommen jetzt zu einem Künstler, der gleichzeitig Bühnenkünstler ist, als auch bildender Künstler. Er ist 50% vom Komikerduo Ursus und Nadeschkin. Und er hat sich dem Aufräumen von der Kunst gewidmet. Er hat Bücher veröffentlicht darüber. Sie kennen vielleicht ein paar von denen. Und er ist aber nicht stehen geblieben. Er entwickelt die Kunstaufräumerei weiter. Er ist heute Abend hier bei uns. Herzlich willkommen, Ursus Werli. Ja, vielen Dank, guten Abend, meine Damen und Herren. Bei mir hat ja das mit dem Kunstaufräumen angefangen, mit dem Bild hier von Paul Klee. Sie sehen, das ist ein farbliches Durcheinander. Wie soll ich sagen, das Bild, das ist nicht optimal gelöst. Der Herr Klee war doch ein bisschen unschlüssig, als er das gemacht hat. Jetzt habe ich das ein bisschen ordentlicher dargestellt und habe das dann hier so aufgeräumt. Ja, Sie sehen, das ist jetzt quasi Paul Klee statistisch geordnet. Gut, aber das ist jetzt ein Aufräummodell für Einsteiger. Ich habe hier natürlich noch ein bisschen schwierigere Bilder mitgebracht. Hier ein Werk von einem sehr bekannten Künstler. Wer seinen Namen kennt, weiß, wie er heisst. Es handelt sich um den Juan Miró. Und Sie sehen, das ist so die Art von Bildern, die entsteht, wenn man am Telefonieren ist oder so. Jetzt
habe ich das versucht, ein bisschen ökonomischer darzustellen. Und das sieht dann so aus. Ich habe natürlich auch bei Klassiker jetzt ein bisschen geschaut. Ich habe hier ein Werk von Vincent van Gogh mitgebracht, das Schlafzimmer. Zu dem Zimmer muss man sagen, das ist schon seit 1888 nicht mehr aufgeräumt worden. Und jetzt habe ich das aufgeräumt, jetzt kann man es wieder staubsaugen. Ja, also, viele Leute fragen mich auch immer wieder, Herr Wirli, wie sieht das eigentlich bei Ihnen daheim aus? Ja. Ja, ich finde, das geht eigentlich niemand etwas an. Aber ich kann schon sagen, dass mit dem Kunststoffraum verfolgt mich natürlich auch in den Alltag. Ich bin, vor kurzem bin ich in Wien gewesen, da bin ich hier vor dem U-Bahn-Plan gestanden. Ja, und ich konnte das dann nicht lassen. Ich habe das dann so gemacht. Ja, Sie sehen, also, ich finde, es ist kein schlechter Vorschlag. Sie sehen, man muss nicht mehr umsteigen. Ja. Die Haltestellen sind nahe beieinander. Ja. Ich finde, es hat nur Vorteile. Apropos Wien, ich habe ja auch angefangen, Flaggen aufräumen. Und das ist sehr interessant, wenn man die Schweiz aufräumt, dann ergibt das Österreich. Ja. Ich habe jetzt ganz neu angefangen, ein Gedicht aufräumen. Ich habe mich mit Gedicht auseinandergesetzt. Ich habe ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. Und zwar das Heidenröslein, das habe ich aufgeräumt. Und ich tue Ihnen jetzt das Original mal rezitieren und nachher dann die aufgeräumte Version. Also, Heidenröslein von Goethe. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden. War so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Und der wilde Knabe brach, s Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, half ihr doch kein Weh und Ach, musste es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Und jetzt habe ich das aufgeräumt. Ich habe das alphabetisch geordnet. Das tönt denn so. Ach an, auf, auf, auf. Brach, breche das, der, 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 der. Denkst dich, dich, doch du, eben ein, er, es. Ewig Freuden half. Heiden, 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 Heidenröslein. Ich, ihr Jungkein, Knab, Knabe, Knabe, Leiden, Leiden, lief mich mit. Morgenschön. Musst nah nicht, Röslein, 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 Röslein. Rot, 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 saß, saß, schnell sehen sich so. Sprach, sprach, stach, steche, stehen, und. Vielen war weh, wehrte, wilde, will's zu. Dankeschön. Ja, das, also, da hat sich, vielen Dank. Da hat sich der Herr Goethe jetzt wahrscheinlich gerade im Grab umgedreht. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe das Gedicht gestern schon mal aufgesagt, dann liegt er jetzt ja wieder richtig. Ich möchte noch mal zurück zur Kunst kommen. Es gibt natürlich auch Werke in der Kunstgeschichte, die ich mich lange nicht dran getraut habe. Jackson Pollock, da kann ich Ihnen sagen, das ist eine harte Nuss. Ich habe mich jetzt mittlerweile für die konsequente Aufräumversion entschieden und einfach die hekleckste Farbe hier wieder so zurück in die Töpfe. Ja. Also, ja. Ich habe hier zum Beispiel die Strichzeichnung vom Egon Schiele, die habe ich fein säuberlich so aufgerügelt. Ja. Oder dann habe ich hier zum Beispiel die Sonnenblume von Vincent van Gogh, die habe ich so ein bisschen auf Dessenz reduziert. Ja. Ja, und es ist interessant, das sind immer noch beides Ölbilder. Ja. Gut, und man kann natürlich auch in die Objektkunst. Ich habe hier von der Meret Oppenheim Pelztassen. Die habe ich hier in ihren Ursprungszustand zurückversetzt. Ja. Und ja, zum Schluss, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen noch das älteste Bild von meiner Sammlung zeigen. Das ist der Dorfplatz von Peter Bruegel. Und der sieht so aus, wenn man alle Leute heimschickt.
Ja, ich werde natürlich immer wieder gefragt, wo all diese Menschen hergekommen sind. Die sind natürlich nicht weg. Nein, ich habe die eingesammelt. Und hier schön auf den Haufen, hier, die sind alle da. Dankeschön. Ja. Ich werde mich natürlich auch weiterentwickeln. Ich habe mich jetzt mir überlegt, wie man eine Option, ob es vielleicht eine Option gibt, wie man so Kunst radikaler und konsequenter aufräumen könnte. Ich habe mich da dazu mit einem Fachmann besprochen. Wir haben eine Lösung gesucht. Bitte, Herr Heuss. Ursus Werli mit der kleinen Hilfe von Stefan Heuss. Und wer den Ursus Werli live sehen will, der kann das. Er ist unterwegs auf einer Schweizer Tournee, übrigens am 18. März im Miller Studio hier in Zürich. So, und jetzt, was haben wir noch? Der Wahlkampf ist immer noch voll im Gang. Es ist wahnsinnig, wenn er uns wieder mitgerissen hat. Der Herr Pelli von der FDP ist immer noch am Trommeln. Super. Und ich meine, mit diesen musikalischen Mitteln, da kommen sie halt einfach mehr die Jungen an. Wobei man muss sagen, es gibt also auch Junge, die auch in diesem Wahlkampf mit musikalischen Mitteln arbeiten. Es ist ein junger Politiker, einer von der Rechten. Von der Rechten aus Luzern. Und er behauptet, er dürfe rappen. Einbrüche, Überfall, über fremde Täter. Alle Linken schauen weg. Sind das wirklich Volksvertreter? Zentralisten versus Bürger, Gemeinsfusionen überall. Sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Die Schweiz ist doch ein Sonderfall. Wow, der Rhythmus! Ja. Der aber wie, es ist eigentlich nicht ein Rap, oder? Ist Marschmusik. Ja, das weiß er aber nicht. Es ist nicht ein Gangster-Rap, sondern ein Gangster-Marsch. Ja. Eigentlich. Ja. Aber super, wenn ihr das macht, finde ich. Und es hat zwar ein bisschen getönt, wie wenn das Aufnahmegerät, wenn man die Batterien ein bisschen unten wären. Nicht so. Also rein vom Sound, jetzt nicht vom Inhalt her. Ja, natürlich, nur vom Sound her, natürlich. Nur formal. Also, gut. Was haben wir noch? Wir haben so viele verschiedene neue Vorschriften. Haben wir in der Schweiz. Ein riesen Thema. Ja, genau. Wir haben auf der Straße und auf dem Trott war ja bis jetzt ein riesen Durcheinander gehabt. Und jetzt gibt es sowohl national als auch hier in Zürich im Speziellen gibt's neue Vorschriften. Eine Webverkehrsregelung soll so funktionieren, vor allem auf der Trott und auf den Parkfeldern, oder? Also das heisst, es dürfen nur noch, zum Beispiel Trottine fahren, dürfen nur noch Kinder unter 7 allein. Unter 7. Müssen Sie einen Erwachsenen dabei haben? Dabei sind die Regelungen so einfach und ich kapiere es nicht einmal. Sie sind also, und wenn Sie unter 7 sind, müssen Sie einen Erwachsenen dabei haben. Und das kann man natürlich heute ganz elegant lösen, oder? Es braucht dort kein Kindersitzli, sondern ein Erwachsenensitzli. Hinten auf dem Trottinett, damit der Erwachsene das Kind kann überwachen kann, wenn er Trottinett fährt. In der Stadt Zürich ist es noch spezifischer. Dort hat man gesagt, in der blauen Zone darf man also nicht mehr zum Beispiel Rädchen wechseln am Auto. Das ist ja in der Stadt Zürich. Alle haben ja auch in der blauen Zone die Rädchen wechseln. Sieht man, sie werden Rädchen wechseln. Nachher haben natürlich die SP und die Grünen gesagt, oh, verreckt sich. Okay, tun wir es verbieten. Aber was ist, wenn jemand ein Velo flickt auf dem Trottoir? Ja. Was ist? Jetzt hat man gesagt, gut, den Velo flicken darf man auf dem Trottoir. Ist wieder erlebt, nachdem es kurz mal fast verboten war. Ist jetzt explizit im Gesetz. Sehr liberale Stadt halt. Aber wenn man das Velo flickt, muss man eine Warnweste dabei haben, einen Ersatzreifen, ein Absperrband und ein Pannendrüe. Nicht? Eigentlich musst du als Velofahrer immer ein Begleitfahrzeug bei dir haben. Jetzt ist allerdings eine kleine Frage, oder? Wenn man ein Velo flickt auf der Straße, also Velo ficken darf man, oder? Velo flicken. Wenn man ein Velo flickt auf dem Trottoir und es geratet einem eine Schraube abhanden und die rollt dann runter auf so ein blaues Parkfeld, oder? Was macht man da? Muss man ein Kind anrufen, das dann mit einem Erwachsenen anfährt auf das Parkfeld und das ankommt, bringen? Weil das Kind ist ja strafunmündig. Natürlich, klar. Es sind ganz einfach Regeln, was aber die neue Verordnung eben nicht regelt, und das ist das Problem, ist, was ist, wenn man mit dem Kinderwagen auf dem Trottoir Reifenschaden hat. Ja. Und solange solche Sachen nicht gelöst sind, versinkt die Stadt im Chaos.
Jahre die Hinz. Sie gelten in der Schweiz als Querkopf der modernen Zivilgesellschaft. Sie stehen für ein politisches Programm, das sich auf eine einzige Formel reduzieren lässt. Cannabis. Liegt im Rausch die Zukunft unserer Gesellschaft? Nein. Weißt du, in unserer Leistungsgesellschaft raucht auf jeder Löhle. Und mir als alten Qualitätskiffer ist egal, ob das jetzt verboten ist oder nicht. Gleichwohl, wir stehen vor der Frage, wollen wir beim Cannabis das klassische Strafverfahren oder einfach eine Busse, wie bei einem Verkehrsdelikt, sagen wir 100 Franken. Der Wegfall der Strafverfolgung würde Ihren Alltag doch ungemein erleichtern. Ja, bei 5 oder 6 Kugeln pro Tag und dann verwischen sie die jedes Mal. Das summiert sich dann natürlich. Das macht dann also summa summarum, ist das dann zu viel, oder? Das kann ich mir nicht leisten. Ich bin ja auch noch Geschäftsmann, aber nicht Dealer. Nein, aber wenn du mal ein bisschen Stoff willst, kann dir etwas vermitteln. Ich habe ja kaum mal einen gesehen, der so auf Entzug ist wie du, gell? Herr Hinz, unsere deutschen und österreichischen Zuschauer auf 3sat werden das nicht verstehen. Darf ich Sie bitten, Hochdeutsch zu sprechen? Ja. Kiefer aller Länder, vereinigt euch. Kehren wir zu unserer Debatte zurück. Sie befürworten ein Verbot. Die Repression durch den Staat. Ausgerechnet Sie als Connoisseur, als Libertin, als Citoyen-Consommateur. Citroën-Consommateur, das tut nach Konsumgesellschaft, da bin ich ein bisschen müde damit. Und Rauch ist ja eigentlich nicht materiell, oder? Herr Hinz, Sie unterstützen mit Ihrem Konsum die afghanischen Taliban, die fundamentalistischen Mullahs dieser Welt. So wie früher die Fabrikherren mit dem Batzi-Wasser ihre Arbeiter gefügig gemacht haben, so nebelt heute der Islamismus unsere urbane Intelligenz ein. Hey, jetzt mach doch nicht so nur Stress. Das Gras, das kommt aus einer Indoor-Anlage im Zürich-Oberland, aus einem Kellerabteil zwischen der Wäschküche und Veloabstellraum in einem Genossenschaftsblock. Ganz normal Sozialdemokrat. Shit. Dieses Cannabis ist also gewissermaßen ein Symbol für die schweizerische Autarkie. Ja, aber schon sicher, ganz genau, weißt du was? Wir zwei, wir machen jetzt hier mal ein kleines Päuseli, gell? Freddy, Herr Hinz, ich danke dir für dieses. Ist ja auch gleich. Das ist manchmal noch ganz schön, wenn einem alles so gleich ist. Heute ist der Ständeratswahlkampf im Kanton Bern entschieden worden. Es hat der Adrian Amstutz knapp gewonnen vor der Ursula Wyss. Und der Adrian Amstutz wird da immer so als der good-looking guy, der Richard Gere vom Berner Oberland bezeichnet. Und offenbar hat Ursula Wyss am Schluss noch wollen aufholen, indem sie sich selber als Julia Roberts bezeichnet hat von der Stadt Bern. Nicht? Und das hat er leider nicht so genützt. Aber sie hat sich, wie ein Bild von heute zeigt, als sehr faire Verliererin ausgestellt. Also das finde ich ist ein schönes versöhnliches Ende vom Ständeratswahlkampf im Kanton Bern. Und wir bleiben im Kanton Bern. Wir gehen ein bisschen zentraler, wir gehen in die Stadt Bern. Bei diesem Wahlkampf hat ja auch immer ein bisschen Stadt-Land, der Zwist zwischen Stadt und Land, eine gewisse Rolle gespielt. Bern ist im Zentrum in diesem Jahr, weil all die grossen Parteien wollen offenbar grosse Wahlkundgebungen und Demonstrationen in der Stadt Bern durchführen. Das führt zu gewissen Problemen. Und dazu sind wir natürlich froh, dass wir den Stadtpräsidenten von Bern da bei uns haben. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich den Alexander Cepet. Guten
Kepet, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Wie ist das eigentlich als Stadtpräsident von Bern jetzt? Alle Parteien wollen demonstrieren in ihre Stadt und sie fangen da gewisse Beschränkungen aufzustellen. Ist Demonstration nicht das grosse Recht von allen demokratischen Parteien? Das ist so. Bei uns kann man für schwarze Schafe, gegen schwarze Schafe demonstrieren. Es gibt auch eine Partei, die kann ihr Kalb aus der Ostschweiz bringen. Da haben wir kein Problem mit solchen Sachen. Wenn ein Kalb meinen Sie jetzt, meinen Sie aber nicht einen Politiker, oder? Ich meine dem Politiker, sein Kalb, der letztens auf die Welt kam. Ich will nicht sagen, aus welcher Partei das nein, ist, aber nein, der Kanton lenkt. Aber wir wollen nicht, dass sie auch miteinander demonstrieren können, sonst kommen die Tiere noch Lampen untereinander. Das ist also nur aus Tierschutzgründen, machen wir das? Ja, nicht nur. Also, wir wollen ja die Stadt noch ein bisschen schützen. Wir haben vor 4 Jahren erlebt, das heisst, wir auch miteinander können demonstrieren, dann klopfen und tätschen, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das haben wir ja. Also klopfen und tätschen haben wir ja schon. Die IB-Fans haben ja das gezeigt, oder? Wenn wir das... Also, ihr habt lieber... Ja, das war jetzt nicht ein lustiger Witz. Doch, sehr, doch. Jetzt sind wir hier in Zürich. Ich hatte das letzte Mal so Freude, gehabt, als ich da war, dass der SCB Meister wurde und Zürich nicht. Ist aber schon lange her. Ja. Jetzt habt ihr es aus dem Köpp rausgefallen. Jetzt habt ihr uns noch die Meisterschaft versichert. Machen noch mal so weiter. Jetzt. Dann müsst ihr am Schluss noch zu uns kommen, ins Stadion spielen, weil ihr selber Käse habt. Das ist richtig. Eigentlich als Winterthurer hätte ich nicht viel anders gesagt. Jetzt muss ich ehrlich sein. Habt ihr überhaupt eine Mannschaft? Ja, und ein Stadion. Ah, okay. Ja, klar. Soll ich das Resultat noch schnell aufschreiben? Nein, es ist okay. Verloren es ist okay. Und wie viele Polizisten auf die Schnurren bekommen haben von den IB-Fans? Nein, das tun wir jetzt nicht. Dafür wird bei uns das Stadion nicht subventioniert von der Stadt. Ist das? Ja, sie finanzieren es noch selber. Ehrlich? Da haben wir Glück gehabt. Ja gut, ihr habt ja grosse in Bern habt ihr ja all die grossen Firmen, die jetzt da bei euch wieder Hauptquartier machen, Post, alle sind ja bei euch. Das gibt ja einiges an Steuern, oder? Ja, leider nicht. Es gibt einiges an Arbeitsplätze, es gibt einiges an Service-Public-Leistungen. Die Steuern kassieren ihr ja in Zürich ab mit den Grossbanken. Jetzt im Moment seid ihr gerade ein bisschen am Regenerieren. Ja. Aber das wird wieder kommen. Und wir sind beide nicht eigentlich Zürcher. Also mit ihr. Okay. Es tönt gut, oder? Wenn man so aufs Berg kommt, sagt ein bisschen ihr. Oder? Und da im Publikum, wir nehmen ja gar keine Stadtzürcher mehr, oder? Nein, die sind uns zu aggressiv. Nein. Jetzt, Herr Cepet, Sie sind ja einmal im Nationalrat gewesen, sind dann raus, sind jetzt 8 Jahre nicht mehr im Nationalrat gewesen. Jetzt kandidieren Sie wieder als Berner Stadtpräsident erneut für den Nationalrat. Wieso ist das? Nochmal. Also ich bin vor 20 Jahren habe ich zuerst mal kandidiert, dann mit dem Slogan «Wir blochen in die andere Richtung». bin sofort gewählt worden. Ich habe das Gefühl, nach 20 Jahren ist es nötiger denn je, in der anderen Richtung weiter zu blocken. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, ich kandidiere nochmal. Genau. Sie kandidieren aber nicht nur wegen dem politischen Gegner, sondern Sie kandidieren wahrscheinlich auch wegen Ihrer Partei, der SP, wegen dem Parteiprogramm, oder? Also wegen der Abschaffung vom, oder Überwindung vom Kapitalismus. Wie weit sind Sie da in der Stadt schon jetzt? Also wir haben ja zwei. Also wie lange regieren Sie jetzt dort schon? Ja, jetzt bin ich 10 Jahre dabei. Und der Kapitalismus ist immer noch dort? Ja, das ist aber ein lausiger Leistungsausweis. Gut, da kommen natürlich ganz viele Zürcher nationale Ständeräte auf Bern verteidigen, den Kapitalismus. Wie gesagt, wir haben ja im Parteiprogramm 2 Probleme. Das eine ist die Überwindung vom Kapitalismus. Da sind die Jusos im Moment noch am überlegen, wie sie gleichzeitig in die EU wollen. Das ist noch nicht ganz gelöst, das Problem. Das ist eine antikapitalistische Organisation, wie man weiss. Und das zweite ist die Abschaffung der Armee. Da hat ihnen auch gesagt, schreibt doch jetzt das Parteiprogramm, das überlegen wir dem VBS und Muli Maurer, das machen die allein besser, als dass es uns noch braucht. Ja, aber trotzdem... Also, was kann ich zuschreiben? Das Parteiprogramm ist ein Problem, oder? Kann man bei euch sagen. Es ist für jede Partei ein Problem. Sie überlösen den Juso und den Muli Maurer. Das stimmt, er überlässt auch ein bisschen den anderen. Also, Herr Cepet, was ist das jetzt genau? Also, das Parteiprogramm, das müssen Sie ja verteidigen, oder? Also, das ist ja eigentlich... Das sind Sie in der Pflicht. Also, das Parteiprogramm ist ja ein... Programm, wo man darüber diskutieren soll, wo man sich streiten darüber und Tatsachen. Oder lachen. Dass wir seit Monaten oder dir seit Wochen das Parteiprogramm jeden Sonntag im Programm hat gezeigt, dass man, glaube das Richtige gemacht hat, mit provoziert, wir führen Diskussionen und die das sagt aber der Gaddafi auch, es wird so viel über mich berichtet. Ich muss auf dem richtigen Weg sein. Also, er ist nicht der Gaddafi. Nein.
Ja, das ist unfair. Das war jetzt nicht nett, weil nein. Wenn ich jetzt Arzt wäre, ein Stethoskop an hätte und hier Gast wäre, dann wäret ihr viel freundlicher mit mir. Aber bei ja, Politikern hackt ihr gegen so um. Ja, wobei, ihr habt ja Ärzte. Ihr habt ja da Quereinsteigerärzte. Ja, ihr habt ja den Chef der Ärzte. Von der ja den Herr Döhaller. Ja. Habt ihr ja bei euch. Ihr nehmt den Fäng mehr Quereinsteiger. Habt ihr kein eigenes Personal mehr, das uns zutraut, ins Parlament zu gehen? Ja, das sehen wir nicht. Ich kandidiere ja jetzt auch. Ich bin eigentlich schon lange, seit 40 Jahren Personal ja, gut, in dieser Partei. Aber jetzt müsste es einen nehmen, der schon mal zurückgetreten ist. Das wäre ja, wie wenn man den Blocher noch mal im Bundesrat wählen würde, oder? Also, Sie haben also ja wenn das ein Versprechen wäre, dass er nie mehr mit der Politik käme, würde ich meine Kandidatur auch zurückziehen. Okay. Hey, das ist ja ein Angebot. Sie sind ein sehr profilierter Parlamentarier gewesen, da sind die wichtigen Kommissionen gewesen. Und dann haben Sie eigentlich fast aus Parteiraison nicht mehr dürfen, weil es hat ja ein paar Frauen gehabt, die gefunden haben, jetzt der Macho da immer so auf dem Sitz oben hockt. Sind die eigenen Parteifrauen gewesen? Was sagen denn die jetzt, wo sie wieder reinwenden? Also, mir hat man vor 8 Jahren gesagt, es sei besser, ich kandidiere nicht mehr. Da haben die Bürgerlichen protestiert dagegen. Jetzt nach 8 Jahren sagt die Partei, es wäre gut, du würdest wieder kandidieren. Jetzt protestieren die Bürgerlichen wieder, dass sie kandidieren. Also die Welt ist schon noch in Ordnung. Du machst immer die Hälfte verrückt. Ja. Und das ist okay so. Und die SP-Frauen, die sind gut mittlerweile, sind die im Berner Bundesrat. Ja, oder? Die haben eine Frauenliste, das ist kein Problem mehr. Ah, ja, ja, die haben da dort hinter in Frauenliste. Ja, das ist gut. Was machen sie so dort? Auf der Frauenliste? Ja. Falzene, Kapitalismus auch überwinden oder gilt das für Frauen nicht? Ich glaube, der heutige Tag ist, nachdem Ursula Wyss nicht ist gewählt wurde, wage ich mir da keinen dummen Spruch. Ja, genau, das über stimmt. Irgendwelche Frauenlisten ist bitter genug für Bern. Solange sie den Spruch nicht singen, geht es ja noch, oder? Wobei ich ja mit wenig singen es relativ weit gebracht, medial. Das muss ich jetzt auch so sagen. Das ist richtig. Ja. Aber das hat der junge Parlamentarier, der da in Luzern treppen will, der kann das natürlich auch sagen. Aber ich bin vorsichtig, weil ich habe geschaut, dass es nicht auf Facebook kommt, mein Gesang. Immerhin, ja. Immerhin. Aber Herr Tschäppet, Stadt-Land ist ja immer noch ein Problem. Haben Sie das in Bern jetzt auch? Das hat man jetzt in dieser Wahl jetzt auch gesehen, bist Ständerat. Ich glaube, der Herr Amstutz ist vor allem vom Land gewählt worden, du sollst vor allem von der Stadt. Also ich denke, das ist ein politisch riesiges Problem in diesem Land, der Graben Stadt-Land. Wenn der Ständeratswahl von heute nicht, in der Stadt Bern sind von 4 Stimmen 3 haben Ursula Wyss gewählt. Eine Person hat auf 4 Amstutz gewählt. Also das zeigt ganz klar, dass die Städte in dem Parlament schlecht vertreten sind, im Ständerat sowieso. Das ist mit dem Grund, dass ich das Gefühl habe, als Hauptstadt muss man direkt im Bundeshaus vertreten sein. Also wir müssen die Gräben versuchen zuzuschütten, weil letztendlich wird das Geld für das Land, damit so der Bergzone, Jura, was auch immer, diesen Gebieten besser geht, muss das Geld in den grossen Städten, in den urbanen Räumen verdient werden. Von dort her ist der Graben natürlich fatal für die Entwicklung von diesem Land. Aber hätten ja für einen Ständerat kandidieren müssen, oder? Ja gut, der hätte eben nicht mehr Stadtpräsident sein können. Stadtpräsident von der schönsten Stadt der Welt, das geht nicht so schnell auf. Okay. Also Sie haben ja... Ich meine, die Stadt Bern ist ja sowieso ein bisschen exotisch in dem ganzen Kanton Bern. Es sind ja auch die, die die AKWs ablehnen. Also Mühleberg hat die Stadt Bern mit grossem Meer abgelehnt und das Land nicht. Das ist eigentlich ein Niedergang von dieser Stadt. Früher hat doch die Stadt die ganze Landschaft noch unter Kontrolle gehabt. Es ist das erste, seit Sie da Stadtpräsident sind, haben Sie da die Landschaft nicht mehr unter Kontrolle, oder? Ich würde sagen, das Gegenteil. Die Stadt Bern stillt so modern wie fast niemand. Also wir haben die Ausschaffungsinitiativen abgelehnt, wir haben die AKWs nicht mehr wollen. Zürcher stimmen dann noch ein bisschen so. Wir haben Wyss gewählt und wir machen es in dem Fall wie dir einfach ein bisschen langsamer. Okay, also vielen Dank. Wir wünschen Ihnen auf Ihrem langsamen Weg zur Überwindung des Kapitalismus viel Glück. Das war Alexander Tschäppet. Danke vielmals für den Zuhören. Und wir sind am Schluss von der Sendung, aber wir kommen natürlich wie immer noch zum Ausblick auf die nächste Woche. Am nächsten Mittwoch wird auf der Piazza del Popolo in Rom die neue Silvio Berlusconi-Statue veröffentlicht. Und nach den Trottinett-Regeln für Trottwar will der Bund auch Kinder auf den Spielplätzen stärker disziplinieren. Das war's gewesen. Wir sehen uns wieder in einer Woche, wenn Sie dann wollen, am 20.10. Bis dann, haben eine schöne Zeit. Alles Gute. Tschüss. Guten Abend, am nächsten.
Jacobo Müller, Late Service Public, wurde gesponsert von der